weiß, wo Florian ist. Was sagst du da? Am besten, wir fahren sofort los. Und woher willst du wissen? Wir haben versprochen, keine Fragen zu stellen. Ja, lass uns keine Zeit verlieren. Komm. Wann warst du das letzte Mal mit Alexander essen oder im Kino? Keine Ahnung. Dann wird es höchste Zeit, dass ihr mal wieder was zusammen unternehmt. Ich habe wenigstens jemanden, der mich auf andere Gedanken bringt. Aber Uli? Keine Sorge, um den kümmere ich mich. Es ist aus zwischen uns. Bitte geh. Nein. Nein, Barbara. Nein. Ich liebe dich. Zu spät. Wie er so an den Sprengstoff kam. Mein Sohn liegt da unten. Und Sie haben ihn auf Ihrem Gewissen. Machen Sie, dass ich wegkomme. Oder ich vergesse mich. Hauen Sie ab, Mensch. Florian. Mann, ich habe überhaupt keine Kondition mehr. Das Krankenhaus hat mich total geschafft. Naja, wir haben ja sowieso noch alles runtergekriegt. Ich muss erstmal was trinken jetzt. Ja, mach das. Und es macht dir wirklich nichts aus, dass wir Daddys und Omas Sachen weggegeben haben. Nee. Ihr hattet schon recht, Jessica und du. Ich werde immer an sie denken. Egal, ob die Sachen von ihnen hier rumstehen oder nicht. Das macht doch keinen Unterschied. Das bringt sie auch nicht wieder zurück. Ich werde sie nie vergessen. Das geht mir genauso. Und deshalb ist die Umräumaktion hier auch das Beste, was wir machen können. Genau. Raus mit dem ganzen alten Zeug, damit uns nicht immer alles an früher erinnert. Wir machen die ganze Wohnung neu für uns. Heißt das, das alte Bild im Flur kommt auch raus? Klar. Gleich als erstes. In unsere Wohnung kommt nur noch, was uns gefällt. Wir beide packen das schon, hm? Du meinst, du bleibst hier wohnen? Na klar. Hi, Mama. Ach, bist du schon zurück? Ja, war nichts los in der Stadt. Wo wart ihr denn überall? Ach, Jackie wollte unbedingt in diese neue Einkaufspassage. Hm. Hey, schöne Blumen. Sind die von Christoph? Nein, die hat Nils vorbeigebracht. Ach so. Naja, ist doch nett von Nils, dass er dich hier mal besuchen kommt. Ja. Nächste Woche wollte ich übrigens raus nach Friedenau. Komm doch einfach mit. Christoph und Nils freuen sich bestimmt. Das glaube ich nicht. Hm? Kathi, es wird Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich war in den letzten Wochen nicht immer aufrichtig zu dir. Ich habe dich angelogen. Wie bitte? Die Beziehung zu Christoph ist nicht einfach so in die Brüche gegangen. Es gibt einen Grund. Und der heißt Nils. Was sagst du da? Ich hatte mit Nils ein Verhältnis. Die Polizei hat dann alles abgesperrt. Die sichern jetzt alle Spuren. Dieser Brettmann hat Florian auf dem Gewissen. Brettmann. Und die ganze verdammte Bundeswehr! Hallo, bitte beruhige dich jetzt. Ein Glas Wasser und eine Tablette? Hört auf, mich wie einen Idioten zu behandeln! Mein Sohn ist tot! Ich beruhige mich nicht! Florian. Florian. Was ist denn los?
Florian ist tot. Mann, ich fass das nicht! Du hast so lange auf Christoph gewartet und dann machst du sowas! Du betrügst ihn hinter seinem Rücken! Nils hat mir sehr viel bedeutet. Ach, jetzt sag mir bloß noch, du hast ihn geliebt! Ja, ich habe ihn geliebt. Und was war das dann mit Christoph? Etwa alles nur gelogen oder wie? Nein, nein, ich habe beide geliebt und das war mein Problem. Wenn du zwei Menschen gleich stark lieben würdest und müsstest dich für einen von beiden entscheiden, was glaubst du, würdest du tun? Das weiß ich nicht, aber ich würde irgendwie nach einer Lösung suchen, bevor ich wochenlang alle Menschen um mich herum belügen und betrügen würde. Mann, du hast Christoph und mich sowas von beschissen und nicht nur das, dein edler Lover hat auch noch einen draufgesetzt. Kathi. Ist doch wahr. Er hat doch vorgegeben, mit Bastiane zusammen zu sein. Was macht die blöde Kuh, die macht auch noch mit. Dann, wenn ich die zu fassen kriege, die kriegt sowas zu erleben. Es tut mir leid, dass das alles in diesem Chaos geendet ist. Ich hätte dir eher sagen müssen, was mit mir los ist. Verzeih mir bitte. Ich weiß doch, wie sehr du an Christoph und an Frieden auch hängst. Ich dachte, es ist schlimmer für dich, die Wahrheit zu erfahren. Ich wollte dir nicht wehtun. Mann, hör doch auf mit deinem Rumgesülze! Das ist so ekelhaft! Weißt du, wo Papa den großen Schraubenzieher immer hatte? Ja, genau da, wo du suchst, in der Werkzeugkiste. Ja, da ist er aber nicht. Was ist denn hier mit? Es kommt in den Kühlschrank. Mhm. Komisch, der ist weg. Ah, nee, da ist er. Sag mal, was hast du eigentlich vor? Ich will schon mal Omas Kleiderschrank auseinanderbauen. Mhm, gute Idee. Dann fang schon mal an. Ich helf dir gleich. Alles klar, ich zähle auf dich. Oh, nee. Ja? Eigentlich wollte ich ja nichts sagen. Aber? Ich meine ja nur, weil deine Familie ja gerade erst... Also es ist noch nicht so lange her, da wollten... Nick, kommst du? Ja, gleich. Worauf willst du hinaus? Willst du wirklich mit Uli hier zusammen wohnen? Ja, hast du was dagegen? Naja, eigentlich wollten wir doch zusammenziehen. Das muss eben noch warten. Ach nee. Ich kann Uli jetzt nicht alleine lassen. Ja, ich weiß. Aber ich bin auch noch da. Steffi, ich will auch mit dir zusammenziehen. Und wir machen das auch. Aber nicht jetzt, okay? Versprochen? Mhm. Großes Ehrenwort. So ein Wahnsinn hätte ich Florian nie zugetraut. Florian hat keinen Ausweg mehr gesehen. Deshalb hat er Schluss gemacht. Kein Wunder. Ständig dieser Druck. Die Feldjäger waren hinter ihm her. Dann diese Aussicht, dass sie ihn in den Knast stecken, wenn sie ihn erwischen. Ja, aber sich deshalb umbringen. Ich hätte es vorhersehen müssen. Das konntest du nicht. Schon am Anfang. Als Florian flüchten wollte, war ich es, der ihn umgestimmt hat. Hätte ich das nicht getan, wäre er längst in Sicherheit gewesen. Das ist doch Unsinn. Nein, das ist die Wahrheit. Florian starb in dem Glauben, dass ihn sein Vater verraten hat. Ich habe ihn nicht sofort, als er heimkam, versteckt. Oder sicher ins Ausland gebracht. Er soll sich stellen, habe ich ihm gesagt. Ja, aber doch nur, weil du es für das Beste gehalten hast. Ich hätte zu ihm stehen sollen. Bedingungslos. Stattdessen habe ich ihm Predigten gehalten. Es blieb ihm gar nichts übrig, als sich sogar vor mir zu verstecken. Und irgendwann hat er dann keinen Ausweg mehr gesehen. Das ist doch nicht wahr. Doch. Ich habe meinen Sohn in den Tod getrieben. Bitte, jetzt bitte. Bastian, danke dir für deine Hilfe. Thank you.
Kannst du mir mal sagen, wo ich mit dem Geschirr hin soll? Ja, spielt's auf dem Tisch. Ja, wie denn? Oh Mann, dich habe ich ja völlig vergessen. Was ist, hast du Omas Schrank zu Kleinholz verarbeitet? Ich krieg diese blöde Rückwand nicht los. Gut, ich helf dir gleich. So, bitte. Danke. Oh, scheiße, Mann! Wieso müsst ihr denn den ganzen Tisch mit eurem Kram zumüllen? Das ist hier kein Büro und auch keine Werkstatt. Ja, ich hätte die Kiste sofort wegräumen sollen. Es tut mir leid. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Bis jetzt war der Tisch immer groß genug. Ich hab doch den Kram gerade weggeräumt. Ja, aber guck dir doch mal an, wie das hier aussieht. Wieso? Ist doch vollkommen okay. Das sieht hier aus wie in einer vergammelten Männer-WG. Ein einziger Saustall. Aber glaub bloß nicht, dass ich für euch hier die Putzfrau mache. Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Christoph? Das ist ja klar, dass du dich jetzt ganz schnell nach oben verdrücken willst. Was? Erst machst du unser Leben kaputt und dann... Kathi, sorry, ich war in Gedanken. Worum geht's? Wie fühlt man sich denn so, wenn man drei Leute verarscht hat? Ich habe mich in Barbara verliebt, da kann ich doch nichts für. Ach, das hat dich einfach so getroffen. Du Ärmster. Also Barbara hatte auch ihren Anteil dran. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Jetzt gibst du noch meiner Mutter die Schuld daran. Barbara und Christoph haben sich geliebt. Wir wären fast wieder eine richtige Familie geworden. Bis du aufgetaucht bist und alles kaputt gemacht hast. So laut. Lass mich los! Gott, du sollst mich loslassen! Verschwinde nach oben! Ich bin hier los! Finger weg von Kathi. Komm. Und ich dachte, Florian hätte schon lange die Biege gemacht. Ich war mir sicher, du sitzt jetzt irgendwo in Südfrankreich am Strand und lässt sich die Sonne auf den Bauch brennen. Stattdessen war er die ganze Zeit in Deutschland. Aber wo? Und warum ist er nicht bei uns untergetaucht? Ich weiß es nicht. Dich hat er doch angerufen, weißt du von wo? Ich muss euch da was sagen. Ich habe euch was verheimlicht. Florian war die ganze Zeit bei mir. Was? Ich fass es ja wohl nicht. Ja, und du sagst keinen Ton? Ich durfte nichts sagen. Ich musste es Florian versprechen. Aber Bastiane, wir sind doch mittlerweile sowas wie gute Kumpels geworden. Wie kannst du uns nur so bescheißen? Es tut mir ja auch leid, aber was hätte ich denn machen sollen? Uns die Wahrheit sagen. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt gäbe ich was drum, wenn ich es euch erzählt hätte. Ihr hättet ihm nämlich die Sache ausreden können. Also ich weiß nicht. Florian war ein Sturkopf und wenn der was wollte, hat er es auch gemacht. Trotzdem. Ich bin schuld, dass er tot ist. Ach Quatsch, was redest du denn da? Warum habe ich euch auch nicht Bescheid gesagt? Ihr hättet ihn bestimmt von der Aktion abhalten können. Auf euch hätte er gehört. Ich bin schuld, dass er tot ist. Ey, Bastiane. Hallo, Clarissa. Hallo, Uli. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Auch ganz gut. Und dir? Du, kannst du mal? Mhm. Was führt dich raus nach Friedenau? Willst du zu mir? Nee, eigentlich zu Bastiane. Ah, verstehe. Du musst mal mit jemandem reden. Woher weißt du denn das? Du siehst ganz so aus, als hättest du ein Problem. Mhm. Na komm, ihr kannst es doch sagen. Vielleicht kann ich dir helfen. Außerdem bleibst du noch in der Familie. Es geht um Nick. Was ist mit Nick? Ich bin ihm irgendwie im Weg. Mann, wie kann man jemanden nur so belügen? Sie hat uns wochenlang was vorgemacht. Kathi, ich weiß, wie weh das tut, aber es gibt Dinge, die kann man einfach nicht ändern. Damit muss man sich abfinden, so schwer das einem auch fällt. Du liebst sie immer noch, oder? Natürlich liebst du sie noch. So schnell geht es mit der Liebe nicht vorbei. Auch nicht bei Mama. Sie hat dich immer noch sehr, sehr gern. Warum auch sonst hätte sie mit Nils Schluss gemacht? An all diesem Durcheinander ist sowieso nur dieser Nils alleine schuld. Er hat Mama an den Finger gewickelt und sie konnte sich nicht wehren. Das ist alles. Ich bin mir sicher, wenn du zu ihr gehst und mit ihr redest, dann... Kathi. Ich weiß, wie sehr du dir eine Familie gewünscht hast.
Aber ich kann da jetzt nichts ändern. Ich würde dich allerdings um eines bitten. Was immer auch deine Mutter falsch gemacht haben mag, vergiss bitte nie, dass sie deine Mutter ist und dass sie dich liebt. Da dachte ich natürlich, alles sei gut. Und dann fällt diese Kiste runter und plötzlich ist voll die dicke Luft. Danke. Bitte. Danke. Ehrlich gesagt, habe ich das Problem noch nicht so ganz verstanden. Nick will nur aus Mitleid mit mir zusammenziehen. Eigentlich würde er viel lieber mit seiner Freundin zusammenwohnen. Und deshalb ist Steffi sauer auf mich. Und jetzt zoffen die beiden sich und ich bin natürlich schuld dran. Mir wäre es doch auch viel lieber, wenn die beiden eine eigene Bude hätten. Ich habe überhaupt keinen Bock, immer dazwischen zu stehen. Ich bin leider noch nicht 18, ich krieg allein keine Wohnung. Stimmt. So gesehen bist du auf deinen Bruder angewiesen. Okay. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, mich jedes Mal zu verdrücken, wenn Steffi auftaucht. Dann störe ich wenigstens nicht. Du könntest natürlich auch nach einer anderen Lösung suchen. Ja, aber die gibt's leider nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja? Hi. Hallo. Kann ich reinkommen? Wenn du willst. Räumst du auf? Mhm, sieht wohl so aus. Dann hat dich mit dem Durcheinander wohl doch nicht so unrecht, was? Naja, deswegen muss man ja nicht gleich so ausrasten. Hey, tut mir leid. Das mit dem Sauschal habe ich nicht so gemeint. Bisschen aufräumen kann wirklich nicht schaden. Ach. Hier. Du hast mir echt die Konzert-CD überspielt? Hm, die wolltest du doch schon lange haben. Tut mir wirklich leid, dass ich vorhin so eklig war. Hm? Ist schon gut. Wenn ich erfahren hätte, dass aus unserer gemeinsamen Wohnung nichts wird, dann wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. Trotzdem, du hast schon recht. Uli braucht dich. Du musst bei ihm bleiben. Ich komme eben so oft, wie es geht, zu Besuch. Hm, das brauchst du gar nicht. Warum sollst du zu Besuch kommen, wenn du hier wohnst. Du ziehst hier ein. Ich habe mir alles überlegt. Meinst du das im Ernst? Na klar. Wir können uns in diesem Zimmer einrichten oder in dem von Oma, wie du willst. Nee, Uli soll in seinem Zimmer bleiben. Das ist eine tolle Idee. Ja, ist ja auch von mir. Jetzt wohnen wir doch noch zusammen. Wir machen eine richtige Dreier-WG, wo einer für den anderen da ist, wo man alles teilt. Auch putzen und aufräumen. Hey, komm, ich mach hier nicht die Putzfrau. Staatlich geprüfter Raumkosmetiker, Sie können mich mieten. Ich liebe dich. Meine liebe Kathi, was gäbe ich darum, wenn ich dir erklären könnte, wie alles passiert ist? Liebste Kathi, du bist noch so jung und doch hast du auch schon mal erlebt, welche verworrenen Wege die Liebe gehen kann. Meine liebste Tochter, erinnerst du dich noch, als du klein warst und wir oft abends zusammen gesessen haben und du mir von deinen Sorgen erzählt hast?
Heute habe ich Sorgen. Wie gern würde ich noch einmal so wie früher mit dir sitzen. Kathi, du bist mir das Liebste auf der Welt. Und ich wünschte mir nichts mehr, als dass du mich verstehen und mir wieder vertrauen würdest. Was meinst du denn? Mama. Es tut mir alles so leid. Nein, nein, mir tut's leid. Mir tut alles schrecklich leid. Ich wollte dir doch nicht wehtun. Du kannst doch gar nichts dafür. Ich hätte es dir sagen müssen. Es hätte doch auch nichts geändert. Außerdem, wenn man verliebt ist, dann macht man eben dumme Sachen. Hey, was wird das denn hier? Gut, dass du kommst. Du kannst gleich hier mit anpacken. Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, warum du unser Zimmer ausräumst? Nicht unser Zimmer, bloß meine Hälfte. Du kriegst die Bude jetzt für dich alleine. Ja, aber wieso denn? Na, weil du es dir verdient hast, weil du schon so lange drauf gewartet hast und weil wir jetzt so viel Platz haben. Hey, komm, jetzt übertreib mal nicht. Räum das Zeug wieder zurück. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Außerdem ist das nur der Anfang. Es wird noch ein paar andere Änderungen geben. Willst du gar nicht wissen, welche? Doch, aber du kannst das Zimmer in jedem Fall behalten. Wieso? Seit wann willst du es nicht mehr? Seitdem ich es nicht mehr brauche. Was soll denn das heißen? Naja, ich habe auch eine Neuigkeit. Ich gehe in die Schweiz. Hm, klar. Und ich werde Broker in New York. Nein, im Ernst. Clarissa bezahlt mir einen Platz im Internat. Nach den Ferien fahre ich los. Das hat gut getan, was? Endlich musste ich mal nicht an Flo daran denken. Jedenfalls für einen Moment. Nils? Nils, bist du das? Ich sehe wohl auch schon Gespenster. Florian.